Eines meiner Lieblingsweinbaugebiete ist Burgund. Das Problem ist, dass Burgunder unendlich teuer geworden sind und man fast keine Burgunder mehr findet, die zahlbar sind. Domaine Chassan, der mit die besten Lagen im Beaune hat, etwa 40 Hektare, Premier Cru allerbester Lage, ist hier aber ein bisschen eine Ausnahme, weil man kann dort wirklich tolle Trouvaillen machen kann, die qualitativ mit wesentlich teureren Burgunder noch gut bestehen mögen. Wir haben im Januar bereits einen Beaune angeboten von der Domaine Chassan aus einem sehr guten, unterschätzten Jahrgang 2017. Der war leider sehr schnell ausverkauft gewesen. Und wir haben jetzt den Champiment eingekauft. Der Champiment ist qualitativ höherwertiger, ist aber noch ein bisschen verschlossen. Also wenn Sie können, tun Sie den unbedingt noch ein bisschen lagern oder tun Sie ihn zumindest dekantieren. Es ist ein grossartiger Bohn. Wir könnten zum gleichen Preis anbieten wie der Pressant von Anfang Jahr. Und wer Pinot gern hat, ist da mit Sicherheit begeistert. Er hat bereits eine sehr feine Nase. In 2017 haben wir ihre erste Reife erreicht. Aber wie gesagt, er profitiert wirklich noch, wenn Sie ihn 1 bis 2 Jahre liegen lassen. Elegant am Gaumen, sehr schön. Ich würde ihn eine halbe Stunde bis eine Stunde vorher dekantieren, wenn Sie ihn jetzt schon zu den Festtagen geniessen wollen.